Hallo Reptilfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, das hier ist Woody und wenn es nicht wundert, warum es hier aussieht wie auf dem Schlachtfeld und warum ich hier ja nicht mehr durchgreifen kann, bleibt einfach dran und schaut euch die Sendung an. Bevor es losgeht, vielleicht nochmal schnell ein kleines Update. Ja, viel ist vielleicht noch nicht passiert, das sind alles viele kleine Schritte. Ja, ich habe hier so ein bisschen mit Schläuchen experimentiert. Gardena-Anschlüsse, das funktioniert alles wunderbar. Ja, bin soweit, habe mir hier die Teichfolie geschnitten, dass ich das hinterher vernünftig verlegen kann. Da soll ja der bioaktive Boden rund rein, dass das Ganze auch schön dicht ist. Ja, habe jetzt soweit, bevor wir hier anfangen, die ganzen Aluminiumprofile schon mal abgeklebt, dass es keine Kratzer gibt. So, und dann können wir hier nochmal kurz reinschauen. Was habe ich hier gemacht? Hier ist es auch noch nicht fertig, kann man es sehen, ich weiß nicht. Das Ganze ist jetzt mit einem schönen Kunstrasen erstmal ausgelegt, die Höhle. Die wird sowieso in der ersten Zeit, in der kompletten Aufzuchtzeit, wahrscheinlich mehrere Monate erstmal genutzt werden, um dort meine Schabenzucht unterzubringen. Da drin sollte es schön warm sein, da der Teich ja beheizt wird. Hier drüben auch. Mit meinen Anschlüssen, Gardena-Anschlüssen, Schnellstecksschlüsse experimentiert, funktioniert alles einwandfrei. Ja, das ist das kurze Update. Wie gesagt, ich warte jetzt noch auf vernünftiges Wetter. Dann wird der ganze obere Teil mit Epoxidharz beschichtet. Die Rückwände habe ich schon komplett mehrmals mit Holzleim beschichtet. Ja, und dann geht es langsam los. So, und heute. Was steht heute an? Heute sind Scheiben geliefert worden und auch nochmal diese HPL-Platte. Was braucht man? Eine ganze Menge Schraubzwingen, bisschen Silikon. Ja, Glück muss auch dabei sein. Was wir heute auch noch machen werden, sind die ganzen Laufschienen der Schiebescheiben montieren. Ja, lassen wir das Ganze mal angehen. Ist drin. Erstmal fixiert. Das Ganze schön geguckt, dass das auch wasserwagenmäßig gerade ist, dass sich hier nichts verzieht. Spaltmaße passen. Ja, und die ganzen Fugen hier, die hier entstehen, das werde ich dann hinterher, wenn es geklebt ist, alles nochmal vernünftig mit Silikon versiegeln, um hier auch nochmal eine gewisse Stabilität reinzukriegen. So, jetzt fangen wir hier mit der ersten großen Seitenwand an, die einzukleben. Hier steht die Scheibe schon mal. Bestellt habe ich das Ganze bei Spiegelshop. Kann man wunderbar seine Maße eingeben mit geschliffenen Kanten. Hat einen vernünftigen Versandpreis. Ja, wollen wir die mal einbauen. Come on.
Ja, das war jetzt erstmal der erste Teil. Wenn sie nicht so schmutzig wären, würde man gar nicht sehen, dass dort Scheiben drin sind, hier in dem Eck. Hinten die Platte ist auch verklebt. Ja, ich hätte gedacht, dass ich das Ganze mit Klemmen festmachen muss, aber das hat so eine Haftungskraft gehabt, dass ich das wirklich reindrücken konnte und es sich so super rangesaugt hat, dass ich hier überhaupt gar nichts machen muss. Hier sieht man, habe ich so kleine Holzstückchen drunter gelegt, um so ein bisschen die Spannung aus dem Glas zu nehmen, dass die nicht ganz auf dem Alu steht. Ja, die nehme ich dann raus, wenn das Silikon hart ist. Ja, das ist dann hier mal die Ecke, die beiden festen Teile. Und in die anderen Teile kommen ja die Schiebetüren. Und hier ist die Rückwand eingeklebt. Sieht im Ganzen schon mal recht schick aus. Ja, was jetzt noch zu tun ist, jetzt werde ich hier diese Schienensysteme einkleben. Das ist einmal die untere Laufschiene, weil die Scheiben kommen auf Rollen gelagert, also nicht nur in dieser normalen Schiene, sondern bei der Größe Rollen gelagert. Und hier die obere Schiene. Das Ganze natürlich auch für die lange Länge. Ja, klebe ich das einfach mal ein. Ja, das sind kleine Schritte. Heute ist nicht viel Interessantes gewesen, aber ich will natürlich auch zeigen, was das alles für eine Arbeit ist, dass man sowas nicht in 2 Tagen zusammenbaut. Ja, was habe ich heute gemacht? Einmal nochmal schnell drüber geguckt. Ich habe meine beiden festen Elemente eingeklebt. Das ist natürlich hinterher, wenn das alles trocken ist, muss ich das natürlich noch sauber außen mit der Rasierklinge nochmal ein bisschen reinigen und Silikonentferner. Ich habe heute die Rückwand eingeklebt. Ja, dann noch die Laufschienen, oben wie unten. Und ihr wisst ja, die Seite hier wird eine komplette, über die 2,50 Meter komplette Schiebetür. Und gegenüberliegend habe ich heute dann auch die Laufschienen oben sowohl als unten eingeklebt. Das wird die kleinere Tür. Hier kommt man überall super dran, selbst zum Saubermachen komme ich hier gut hin. Na, alles noch in den Dimensionen, dass man das gut bearbeiten kann. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Na, ich nutze das gleich, räume hier erstmal auf und dann werde ich hier anfangen, die ganzen Platten mit Epoxid zu behandeln und auf schönes Wetter zu warten, dass ich es endlich beschichten kann. Aber das kommt in der nächsten Sendung. Ja, ich sage einfach mal, danke wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da, vielleicht ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal.